Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Dying Light 2. Wir spielen hier das Gameplay auf Deutsch mit mir, dem Dennis, und sind gerade in der GIE-Einrichtung, wo wir versuchen, Zugriff auf die Datenbank zu bekommen. Klettern durch die Lüftungsschächte, um Stromkabel miteinander zu verbinden, und werden gleich Horden von Zombies in den Arsch treten, um unsere GIE-Forscherin hoffentlich nicht draufgehen zu lassen. Ich merke das, weil es gibt hier überall schon so zerrissene Stromkabel am Boden. Da müssen wir die dann bestimmt hinführen. Ja, mal gucken. Lasst euch überraschen. Jetzt verbinden wir erstmal die zwei Kabel miteinander. Kluge Entscheidung, den Schaltkreis umzuleiten. Ja, hat mir ein paar Mal das Leben gerettet. Veronika, sollen wir gehen? Ja, lass uns das erledigen und dann von hier verschwinden. Hier lang. Ja, aber da sind lauter Zombies. Glaub mir, ich hab sie schon gesehen. Du wirst endlich erfahren, was mit deiner Schwester passiert ist. Sie ist alles, was ich hab. Was ist mit euren Eltern? An die erinnere ich mich nicht mehr, nur noch an sie. Wir waren ein gutes Team. Ich habe das Gefühl, sie wird Ohne uns sie ist verraten. Es, als ob... Ich weiß nicht. Was weißt du nicht? Naja. Genau da sind die ganzen Ich weiß nicht Zombies. wirklich, wer ich bin. Wir sind alle andere Menschen, als wir noch vor 15 Jahren waren. Wir sind alle verloren. Tu es nicht! Hier ist Tu es. Es nicht! Lass mich erst die Kiste öffnen. Ich habe mich gemerkt, alles, was wir jetzt nicht looten, looten wir auch später nicht mehr. Deswegen nehmen wir auch immer alles mit, was wir kriegen können. Danke für eure Geduld. Auf jeden Fall an der Stelle schon mal. Die Frage ist, kriegen wir da auch mal wieder... What the fuck? Wo kommt der denn her? Und wie kam der überhaupt so weit? Die Frage ist, sie wird wahrscheinlich gleich sterben. Kriegen wir alle Infos, die wir brauchen, um zur Datenbank zu kommen? Und ich wollte gucken, haben wir für das Schwert jetzt ein Gewicht gekriegt? Fuck, nein, immer noch nicht. Ich brauche Gewichte. Schon wieder verschlossen. Was jetzt? Das Terminal ist nicht aktiv. Das Sicherheitssystem hat diesen Bereich abgeriegelt. Das war's dann wohl. Ich habe eine Idee. Versuche, den Offiziersraum zu finden. Dort gibt es ein Sicherheitspult. Wir könnten versuchen, die Türsperren von dort aus zu bedienen. Du Na, müsstest deinen GRE-Schlüssel dafür nutzen können. Du weißt ziemlich viel über dieses Gebäude. Bitte, führ einfach den Schlüssel ein und wähle Notfallsperrung auf dem Bildschirm. Ich werde dir alles erklären, sobald du fertig bist. Ich habe das Gefühl, dass sie uns verrät. Ich habe das Gefühl, dass sie vielleicht auch für Walls arbeitet. Hey, das funktioniert. Ja, wir haben aber vielleicht ein anderes Problem. Ich stecke hier fest. Ich muss einen Weg rausfinden. Dir irgendwie helfen? Ich glaube nicht. Bleib einfach, wo du bist. Scheint hier lang zu gehen. Oh, sehr schön. Nehmen wir wieder mit. Okay. Nach links, aber nicht ganz so weit nach links. Bada boom, bada bang! Es wird immer besser. Ali hopp. Ali hopp. Okay.
so macht es natürlich Sinn, dann klären wir das jetzt erstmal. Hallo! Aber das ist die Kantine, wo wir vorhin von der Seite aus reingeguckt haben. Okay. Wir nehmen wieder unser Schloss hier mit. Okay. Wir müssen nach rechts. Ah, so nah dran. Ganz schön viel Blut hier drin. So, na da. Hier gibt es auch nichts mehr. Oh, Medikit. Ganz wichtig. Rüsten wir eigentlich auch am besten gleich mal aus. Ich glaube, wir haben alles geholt. Ist noch ein Kühlschrank, aber ist jetzt nicht so wichtig. Nehmen wir doch nochmal mit. Nichts drin. Okay. Schätze mal, wir müssen hier hoch. Ernsthaft? Hä? Nee, müssen wir hier weiter irgendwie. Wie komme ich da hin? Ja. Okay. Unauffällig wie immer im zombie-verseuchten Flur. Ah, wir sind in ihrem Büro. Veronica Ryan, Direktorin, Abteilung Feldlabor, mittelrangige GRE-Ärztin von wegen. Das scheint Veronikas Büro zu sein. Wusste ich's doch. Du warst nicht ehrlich zu mir, Veronica. Wer ist dieser Junge? Waltz. Ist das ihr Sohn? Ist es Waltz? Lustig. Scheint wohl noch eine andere Veronica Ryan gegeben zu haben. Direktorin, Abteilung Feldlabor. Ich wollte es dir erzählen. Warum hilfst du mir? Arbeitest du mit Waltz zusammen? Waltz? Nein, niemals. Auch damals nicht. Waltz hatte sein eigenes Forschungsteam. Du wusstest aber von den Experimenten, wie sie die Kinder benutzt haben. Mich und meine Schwester. Deshalb bin ich hier, Aiden. Ich kann nicht vergessen, was wir hier getan haben. Dass wir euch im Stich gelassen haben. All die schmerzgeplagten Kinder und kein Heilmittel dagegen. Heilmittel? Wir waren fünf, verdammt nochmal! Kleine Kinder zeigten eine natürliche Immunität gegen das Virus. Wir erkannten eine Korrelation zwischen Alter, Entwicklung des Gehirns und Schwere der Infektion. Deswegen haben sie an euch experimentiert. Die GIE, die Welt, brauchten euch. Ihr wart scheinbar unsere einzige Hoffnung. Es tut mir leid. War es das wert? Habt ihr auch nur annähernd ein Heilmittel finden können? Wir waren nah dran. Aber das Virus hat schließlich den Komplex erreicht. Also, warst du an diesen Experimenten beteiligt? Nein. Die Tests an Kindern wurden allesamt in einem Labor durchgeführt. Hier haben wir Daten gesammelt und analysiert. Ich war hier, als das alles geschah. Ja, mitgehangen, mitgefangen. Und die Dinge gerieten schnell außer Kontrolle. Einer nach dem anderen wurden wir im Inneren eingesperrt. Wir versteckten uns und schlichen durch diese dunklen Flure und Lüftungsschächte. Mein Sohn, er war hier mit mir. Baby-Zombie. Paul. Er war damals auch fünf. Was ist mit ihm passiert? Ich konnte den Schacht finden, der zum Haupteingang führte. Ich habe Paul gesagt, er soll auf mich warten. Ich habe ihm einen Kuss gegeben. Ihm gesagt, er solle warten, bis ich sichergestellt hätte, dass der Eingang sicher ist. Er klammerte sich an mich. Wollte mich nicht gehen lassen. Als ich zurückkam, um ihn zu holen, war er weg. Ich war nur 15 Minuten weg.
Ich habe die darauffolgenden Wochen damit verbracht, nach ihm zu suchen. Und weinte dann den Rest meines Lebens. Ich hätte es wissen sollen. Er war ein Kind. Ängstlich. Allein. Das tut mir leid. Du hast versucht, ihn rauszubringen. Wie hättest du das wissen sollen? Wie auch immer. Wir haben alle unsere Geschichten aus der Vergangenheit. Lass uns darauf konzentrieren, was als nächstes passiert. Ja. Hat man ja nicht wissen können, dass ein fünfjähriges Kind nicht 15 Minuten alleine in der Zombie-überfluteten und verseuchten Welt nicht einfach wartet. Verrückt. Okay, lass uns gehen. Jo, Frau Doktor, gib mir ein Medikit. Mois. Hier gibt's auch noch so einiges zu tun. Ich baue mir noch deine Medizin und deine Armbänder. Let's go. Mach die Tür auf und die Zombies kommen raus. Du stirbst. Ja. Mach schon. Also, gehen wir rein. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst. Alle Daten der GRE sind dort drin, Aiden. Was ist los? Verdammt, ich weiß nicht. Versuch nochmal. Es steckt fest. Scheiß drauf, ich Nein, werde... Warte. Ich warte nicht mehr. Ich will antworten. Oh, wow. Na also... Veronika, was ist los? Sag was, Veronika, bist du in Ordnung? Scheint, als hätten wir einen Alarm ausgelöst. Die Kontaminierungsvorgänge. Ach, die Kontaminierung. Das klingt nicht gut. Ist es auch nicht. Chemische Dekontaminierung. Tödlich. Können wir das aufhalten? Ich weiß nicht. Veronika? Veronika! Bewahren Sie Ruhe. Veronika? Ich kann es nicht stoppen. Tu doch was! Ich denke nach. Na, dann denk schneller. Blocker, ich habe noch eine Dosis. Du musst eine für dich finden. Eine Ahnung, wo ich suchen soll? Im Kontrollraum sind vielleicht welche gelagert. Los, finde den Kontrollraum. Okay, Kontrollraum ist dort oben. Wir oben, beeil dich. Laufen die Treppe hoch. Oben. Oh, hier gibt's so viel zu looten. Aber ich muss mich gerade sputen. Ah, shit. Das war so nicht geplant. Na, ah, da komme ich nicht hoch. Okay. Ich muss irgendwie da. Ah ja, da rüber. Schnell! Ich weiß! Ja, nicht geschafft. Bye bye. Okay, wir machen es nochmal. Find den Weg nach oben, beeil dich. Ja, hab den Weg schon gefunden. Hier rüber an die Haupt. Dann müssen wir hier rüber klettern. Schnell! Ich weiß! Hier laden wir zwischendurch unsere Ausdauer auf. Ah, fuck. Ich komme da nicht hoch. Fuck. Dekontaminierungsvorgang startet in 20. 19. 17. 16.
Ah, wir haben schon wieder verkackt. Okay. Ich probiere es ein andermal. Ja, tot. Gut, alle Dinge sind drei. Let's go. Find deinen Weg nach oben, beeil dich. Ja. Beeil mich. Wir müssen hier hin. Ali hopp. Nein, dann springt er daneben, der Bastard. Schnell! Ich weiß! Ja. Komm schon, wir haben keine Zeit für Fehler, Junge. Ah, fuck, wir haben schon wieder verkackt. Aiden, alles in Ordnung? Ja, ich habe den Blocker genommen. Gott sei Dank. Ich glaube, wir sind jetzt sicher. Na, schön zu hören. Bereit zum Reinstecken? Was denn sonst? Allzeit bereit Daumen, zum Aiden. Reinstecken. Der Moment der Wahrheit. Verdammt, es ist kaputt. Oh nein, verarschst du mich? Ja, es ist nur ein altes System. Warte, gib mir den Schlüssel. Es gibt eine Liste von Patienten und Angestellten. Wen willst du zuerst suchen? Mir. Such nach mir. Ist das deine Schwester? Ja. Nichts. Unmöglich. Sie war dort. Mit mir. Ich suche schon. Tut mir leid, Aiden. Daten zeigen keine Patientin namens Mia. Fuck! Das gibt's doch nicht! Na, such mal nach meinem Namen, Aiden. Aiden. Es gibt einen Eintrag unter den jüngsten Kindern. Ja, 2020. Aiden Caldwell. Ist das dein Nachname? Naja, das ist er jetzt. Was steht da? Daten streng geheim. Nur eine Notiz. Warnung. Patient zeigt äußerst hohe Toleranz gegenüber der Substanz. Die meisten Tests durchgeführt. Außerordentliche Ergebnisse. Schon. Sonst noch was? Nein. Das ist alles. Waltz. Schon dabei. Ein Eintrag. Klinische Studien. Substanz 1354. Studie aufgegeben. Alle Patienten aus dem Zentrum entlassen. Geh alle Namen durch. Ach, Patient entlassen. Alle? Ja. Verflucht. Nichts darüber, wo sie hin sind? Oder über diese Substanz, 1354 oder so? Tut mir leid, Aiden. Da ist noch mehr.
Die Substanz wurde auch an Infizierten getestet. In GRI-Einrichtungen in der Stadt. Erfolglos. Das Projekt wurde von X-13 geleitet und überwacht. Es wurde schließlich eingestellt, so wie auch X-13. Noch irgendwas über dieses X-13? Hier drin? Wohl nicht. Aber ich habe davon gehört. X-13 war eines der GRI-Zentren. Und die Substanz? Weißt du, was das ist? Es gab so viele Tests und klinische Studien, Aiden. Ich suche mal nach den Forschungsdaten. Hier stimmt was nicht. Was meinst du? Hier steht, ein Vorgang wurde initiiert. Noch ein Vorgang? Ich suche schon viele Daten. Gestartet und dann angehalten. Vor 11 Jahren. Fortgeführt vor wenigen Tagen in X-10. Es gibt auch eine Karte. Es sind mehrere Standorte markiert. Auch das Observatorium. Was zum Teufel bedeutet das alles? Ich habe keine Ahnung, aber... Alarm! Unbefugter Zutritt! Alarm! Ein Infizierter? Die müssen hier irgendwo sein. Abtrünnige. Abtrünnige. Sie müssen uns gefolgt sein. Wir haben keine Zeit. Schnell, nimm den Schlüssel, versteck dich und schließ dich ein. Ich kümmere mich um die. Aiden, wir wissen nicht, wie viele es sind. Ich kümmere mich darum. Ich glaube, ich will mal ganz kurz den Bogen ausprobieren. Nur mal so zum Spaß. Und dann machen wir hier rein 131, 124, 131. Und wir behalten unser Katana, okay. Hoppala. Cool. Okay. Wo ist der nächste? Da hinten? Lächeln. Cool. Warte, wir probieren mal aus hier. Viel zu langsam das Ding. Dann beim Katana. Hier gibt es einiges an Zeug. Einiges. Wir nutzen das, ihr wisst das wie immer aus, müssen wir. Wir müssen nämlich das ganze Zeug hier mitnehmen. Die Gelegenheit kriegen wir nämlich sonst nie wieder. Was war da noch? Ah, nur dieser Speer. Eine Waffe. Noch mehr Speere. Noch mehr Waffen und ein bisschen Snack. Veronika, alles in Ordnung? Ja, aber ich habe schlechte Neuigkeiten. Diese Standorte im GRI-System, das scheinen Ziele zu sein. Ziele für Raketenangriffe. Raketenangriffe? Was redest du da? Das Ausfallsicherungsprotokoll. Wir haben nicht viel Zeit. Hör zu, hier sind River End und Garrison markiert. Das ist im Zentralring. Dort leben Menschen. Du musst Frank warnen. Okay, okay, das werde ich. Frank? Frank, dein Viertel ist auf einer taktischen Karte verzeichnet. Sag den Leuten, dass sie dort raus müssen. Was? Egal, sorg einfach nur dafür, dass alle von dort verschwinden, Frank. Scheiße. Okay, bin dran. Verdammt, nochmal auf!
warte hier. Ich werde versuchen, von oben an sie ranzukommen und sie zu erledigen. Nimm den GRE-Schlüssel. What the heck? Das Licht ist auch ausgegangen, oder wie? Alrighty. Ali hopp. Ali hopp. Ah, nee. Ali hopp. Oh, Wall Run. Gibt's hier noch mehr? Nee. Oh, da ist ein Medikit. Sorry, muss ich noch kurz mitnehmen. Autogramm. Ich würde dich zerreißen. Ja, das glaube ich nicht. Okay, was haben wir hier? Erstmal ein paar Molotows. Aiden! Aiden, ich sitze in der Falle! Das gefällt mir wirklich nicht! Haltet durch! Wer schießt denn da mit Pfeilen auf mich? Ach du Bastard da hinten. Keine Gnade. Hier hast du keine Gnade. Und sicher, sicher. Noch ein Dämmchen hinterher. So unauffällig, wie wir ja immer sind. Der alte Kohle-Peter. Alter, der hätte mich echt fast platt gemacht. Mit seinen Scheißpfeilen hätte der mich echt fast platt gemacht. Veronika, ich glaube, es ist jetzt sicher, aber wir müssen weg von hier. Veronika? Jo, wir müssen wieder da hoch. Ali hopp. Ah, vielleicht sollte ich den mal ausrüsten. Weil ich es halt immer vergesse, ne? Ich Deudo. Ali hopp. Ja, wo ist der GAE-Schlüssel, Baby? Alrighty. Veronika, sprich mit mir! Lass mich raten. Ich musste da drauf, Aiden. Tut mir leid. Veronika ist wie der kleine Junge okay. Durch den Schacht gegangen. Ich bin zu den Aufzügen gegangen. Ah, du Behinderte. Was ist los? Hier ist jemand, Aiden. Oh nein. Nein, nein, nein! Veronika! Lieber hier. Das ist ihr Funkgerät. Findet sie. Hey, ihr habt den Bus gehört. Wir gehen los. Schnappt ihr euch! Die Behinderte, Mann, überall ist es alles voll mit Abtrünnigen. Und sie macht's wie ihr Sohn und... Bleibt nicht da, wo sie sein soll. Er ist hier. Sie werden mich bald finden. Beeil dich, Aiden. Bitte. Ja, ja, ja. Da ist jemand. Veronika, haltet durch.
Meine Güte. So eine dumme Nuss. Oh shit. Jetzt wäre ich fast abgerutscht, gell? Veronika, sprich mit mir! Haltet durch, Veronika. Bin unterwegs. Unauffällig wie immer. Bam! In your face! Veronika, lauf nach draußen! Ja. War ja klar. Ah, wolltest du, Bastard? Du stresst mich immer so hart. Veronika, verschwinde. Holy. Gib mir den verdammten Schlüssel! Gib ihn mir! Lauf! Ich halte ihn auf! Stark, Veronika. Was willst du mit dem Schlüssel, du Wichser? Was hast du mit mir gemacht? Armer kleiner Junge. Ich habe dich geschossen. Unser erster Kampf, oder wie? Was hast du mit meiner Schwester gemacht? Hinter sich. Nein! Ich bring dich um! Ich zermalme dich, Aiden! So! Mann! Fühle meine wahre Kraft! Fühle du mein Katana! Shit. Waffe zerstört. Huh! Mit dem letzten Schlag Waffe zerstört und in Sequel. Du hättest schon vor Jahren sterben sollen. Oh! Holy fuck. Halte durch! Das wird wieder! Halte einfach durch! Aiden! Aiden wird zum Super Saiyan, pass Alles auf! Gut, Aiden! Alles gut! Aiden! Nein! Holy fuck! Veronika! Oh mein Gott! Nein! Waltz, was hast du mit mir gemacht? Dir die Wahrheit gezeigt. Was? Es ist zu spät. Holy fuck!
Aiden! Aiden! Hey, ich habe kein Signal. Schnell, unter den Trümmern! Er ist hier. Aiden, bleib bei mir. Waltz hat den Schlüssel, Lewan. Verdammt, Aiden, du bist schwer. Fast da. Halte einfach durch. Halte durch. Puh, krasse Nummer. Echt einiges erfahren. Da bist du ja wieder. Ein Glück. Lass das endlich. Ich habe mir Sorgen gemacht und ich mache mir sonst nie Sorgen. Bleib weg von mir, Lewan. Wow. Mit Blumen hatte ich zwar nicht gerechnet, aber ein Dankeschön wäre ganz nett dafür, dass ich dich unter dem Schutt rausgezogen und dich auf dem Buckel hierher geschleppt habe. Du begreifst das nicht, Lewan. Ich... Was? Hey, ich habe Veronica getötet. Was? Ich habe sie getötet. Und das ist noch nicht alles. Ich verwandle mich. Ich habe Veronicas Leiche gesehen, als hätte sie einen Schattenjäger zerrissen. Du hättest niemals. Das war ich. Die Experimente von Waltz. Damals im Krankenhaus. In der GRE-Datenbank stand nichts über mir. Aber über das Medikament, das Waltz uns gab. Bei mir wirkt es am stärksten. Walt sagte mir, dass Mia tot ist. Ich muss hier weg. Vor mir ist niemand sicher. Niemand. Und wenn er dich angelogen hat? Wenn Mia doch lebt? Selbst wenn nicht. Du hast Veronica nicht getötet, Aiden. Das warst nicht du. Glaub mir, das warst nicht du. Wenn Walt an deiner Verwandlung schuld ist, dann bringen wir ihn dazu, sie rückgängig zu machen. Okay? Ich helfe dir. Wie? Waltz hat die Hemmstoffe entwickelt. Also weiß er auch, wie man ihre Wirkung umkehrt. Was ist das? Komm, wahrscheinlich stürzt wieder gerade ein Gebäude ein. Die ganzen Raketenangriffe, echt krass. Story, mega, oh mein mega Gott. Gut. Der Schlechte. Er bringt zu Ende, was er vor 11 Jahren begann. Es ist Waltz. Er hat den Schlüssel eingesetzt. Damit ging alles los. Wovon redest du da? Dylan wollte verhindern, dass Waltz den GRE-Schlüssel kriegt. Er wusste, dass dann die ganze Stadt in Gefahr ist. Waltz holte sich den Schlüssel von Veronica. Und dann floh er. Er braucht ihn offenbar für was anderes. Begreifst du es jetzt? Du musst ihn aufhalten. Ihn und Williams. Um jeden Preis. Lewan. Ich kann nicht kontrollieren, wann die Verwandlung kommt. Es könnte jeden Moment... Wenn du spürst, dass was passiert, geh einfach zu einer UV-Lampe. Alleine kann ich sie nicht stoppen, Aiden. Okay. Okay, holen wir sie uns. Das ist der Aiden, den ich kenne. Frank bringt Juan und Matt in die Festung. Er will sich mit dem Schlechter treffen. Was? Das dachte ich auch. Aber er sagt, Williams hätte ihn nach den Bombenangriffen kontaktiert. Er sagt, er wolle reden. Ist Frank verrückt geworden? Deshalb will ich den Idioten Rückendeckung geben. Du gehst zum Fischauge. Vielleicht kannst du Frank diese Schwachsinnsidee noch ausreden. Wenn nicht, bin ich in der Nähe. Alright, meine Lieben. Keiner darf von Veronica erfahren. Vergiss das nicht. Ich weiß, dass du es nicht warst. Aber Jack, die Peacekeeper, denen ist das egal. Sie dürfen uns nicht aufhalten. Werden sie auch nicht. Okay, an der Stelle vielen lieben Dank fürs Einschalten und dass auch du wieder mit dabei warst. Lasst einen Kommentar, eine Bewertung, ein Like da. Ich würde mich freuen und bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott. Frank. Tschüss. Frank?